Dadurch, dass ich ja immer Stehaufnahmen mache, sieht man, wie hier der Gelenkspalt fast völlig weg ist. Lange hatte Ralf Englisch mit Schmerzen zu kämpfen. Kniearthrose. Begünstigt durch eine angeborene O-Stellung der Beine. Und das hat sich dann immer weiter so im Laufe der Zeit fortentwickelt, dass ich so starke Schmerzen hatte, dass ich anfing, mein Gangbild zu verändern. Also sprich, durch die Schmerzen habe ich Ausgleichsbewegungen gemacht und fing dann an zu humpeln. Die Schmerzen und die Beschwerden waren völlig klassisch. Ein Anlaufschmerz, zum Schluss ein Ruheschmerz, der die Lebensqualität extrem einschränkt. Die Patienten schlafen nicht, die fühlen sich abgeschlagen. Zu der schlechten Beweglichkeit kommt immer auch so ein Moment der leichten Depression, ja, weil sie einfach nicht erholt sind. Und das ist dann wirklich das Stadium, wo man sagen kann, komm, lass es machen, dann geht es dir gleich besser. Drei Ärzte hatte der 54-jährige Ralf Englisch konsultiert, um sicherzugehen, dass eine Operation wirklich nötig ist. Seine Wahl fiel auf Thomas Kraszewski. Die Empfehlung kam von Englischs Frau, die als Physiotherapeutin im Ludwigsfelder Krankenhaus arbeitet. Interessant ist es ja nicht, was man vor der Operation hört, sondern immer im Nachgang. Und als Physiotherapeutin hat sie mit den Patienten, die operiert sind, ja zu tun gehabt und kriegt mit, wie gut verheilt es, wie schnell spricht das an und auch, was ist für ein Ergebnis in der OP. Und im Rahmen ihrer Arbeit als Physiotherapeutin hat sie zu mir gesagt, Dr. Kraszewski ist ein erfahrener Arzt und das, was er macht, ist gut. Ich bin es gewohnt, neben dem unfallchirurgisch-elektiv-orthopädischen Bereich immer so 70, 80 Prothesen, Knieprothesen im Jahr zu operieren und entsprechend 150, 200 Hüftprothesen. Ralf Englisch wurde zweimal operiert. Stationäre Eingriffe mit etwa 10 Tagen Krankenhausaufenthalt, danach Reha. Im rechten Knie wurde eine Gelenkfläche ersetzt, im linken trägt er einen kompletten Oberflächenersatz. Vom ersten Tag nach der OP an war Ralf Englisch in Bewegung, konnte bereits nach wenigen Wochen wieder Auto fahren. Mit dem Endergebnis bin ich heute sehr zufrieden. Das heißt, ich kann beide Beine beugen, ich kann beide Beine strecken. Und ich mache sogar wieder Sport. Das heißt, ich gehe regelmäßig schwimmen, ich fahre Fahrrad. Neuere Registerdaten, insbesondere auch das amerikanische Register, zeigen uns einen Trend, dass solche Oberflächenersatzprothesen länger halten. Ich würde aber heute immer noch sagen, den Patienten 10, 20 Jahre hält so etwas mit Sicherheit. Durch die knochensparende Erstimplantation sind wir in der Lage, dann bei einer Lockerung auch die nächste Stufe des Gelenkersatzes gut einzubauen, sodass ich den Patienten in der Regel anbieten kann, über zwei Generationen Spaß mit seinem Knie zu haben. Das war früher nicht so. Da war es häufig schon nach der Erstimplantation, weil wesentlich mehr Knochen resiziert wurde, so, dass die zweite Operation in einer Versteifung des Gelenkes endete.